So, Freunde, und moin zusammen. Jo, willkommen zum neuen Video. Wie ihr sehen könnt, ich stehe mal wieder hier im Parkhaus, habe mir schön was Gemütliches gesucht, wo wenig los ist. Es füllt sich langsam ein bisschen. Ich hoffe, es bleibt noch leer und hier in meiner Ecke habe ich meine Ruhe. Ich bin auf dem Weg zum Bahnhof. In Siegburg bin ich gerade. Muss über Frankfurt Flughafen nach Paris, genau. Und über Paris fliege ich weiter nach Spanien, nach Almeria. Und da bin ich eingeladen worden von Michelin, um einen neuen Reifen zu testen. Und auf diese Reise nehme ich euch mit. Los geht's! So, Freunde, ja, weiter geht's. Ich bin jetzt in Paris gelandet und wir fliegen jetzt gleich mit einer nächsten Maschine weiter nach Spanien, Almeria ganz genau, wo dann auch die Reifenvorstellung stattfindet und wir ein bisschen fahren können. Also, los geht's. So, Freunde, mega laut. Ich glaube, ihr werdet nicht viel verstehen. Die Wartmaschine hier, ziemlich geiler Luxus. So, gelandet in Almeria. So sieht hier der kleine Jet aus. Ziemlich geil. So, wo laufen die anderen rum? Da drüben Daniel Abt, schön am Drehen. Ihr seht ihn, da steht er. Der Franz steht da drüben. Moin. Genau, Nico. Da haben wir ihn da drüben, Nico Piquet. Also alle dabei. Ziemlich geil. Schaut euch mal das schöne Maschinchen hier an. So lässt sich leben, ey. So, angekommen und eingecheckt im Hotel. Gucken wir jetzt mal, was die Butze hier gibt. Wie ihr sehen könnt, Dusche, Wanne, Spiegel, Waschbecken, Toilette, BD. Ey, ohne Scheiß, vom Allerfeinsten hier. Alles dabei. Groß, wirklich groß hier. Da haben wir ein Bett stehen. Hier drüben haben wir einen Einbauschrank, Spiegel. Kleiner Fernseher hier oben noch an der Wand. Alles dabei. Mein ganzes Equipment habe ich natürlich auch damit. Wie ihr wisst, habe ich ja jetzt mittlerweile 3 von den Sonys, die sind hier bei. Meine Drohne ist hier drin, um ein paar Aufnahmen zu machen. Ich hoffe, das klappt morgen alles. Gimbal, Stative und so weiter. Und dann jetzt hier das Highlight. Hier draußen Balkon mit Meerblick. Guckt euch das mal an. Leute, ist das nicht ein super geiles Wetter? Hammergeil. Und ich habe nur lange Klamotten mit. Ja, fail. So, und wir hatten jetzt gerade hier so eine kleine Infoveranstaltung, so eine Vorführung. Und es geht um dieses kleine Teilchen hier. Da könnt ihr es sehen. Das ist so ein kleiner Sensor, der speziell dafür da ist, um den Reifendruck und auch die Reifentemperatur zu kontrollieren. Und man bekommt den dann simultan direkt auf der App angezeigt. Und morgen haben wir so einen kleinen Trackday, ist jetzt leider nicht mehr angezeigt. Da werden wir auf jeden Fall ein bisschen rumfahren. Ich bin mit Daniel Abt in einem Team. Das wird auf jeden Fall ziemlich cool. Franz ist gegen uns quasi. Und dementsprechend bin ich mal gespannt drauf. Ferrari haben wir da, Porsche und alles und so weiter. So, und moin zusammen. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zum Andalusia Circuit. Das ist die Rennstrecke. Das ist die Strecke, die wir machen. Der bekloppt hier neben mir, kennt ihr garantiert alle. Franz Simon von Simon Motorsport. Lattau, Blomo. Genau, wer der. Kennt das? Wir haben auf jeden Fall richtig Spaß. Schreibt es in die Kommentare, wer es kennt. Und gleich geht's an der Strecke weiter. So, Freunde, ja, es geht jetzt gleich los. Wir bekommen jetzt in dem ersten Part eine halbe Stunde so eine Instruktion, Informationen über den Reifen und was das Ding kann und auch in Kombination mit der App. Und danach geht es dann gleich auch auf die Strecke. Jetzt schauen wir uns die Kisten auch nochmal an, was hier alles Schönes steht. Ferrari,
GT3 haben wir direkt dahinter. Also von allen Fahrzeugen sind mehrere vorhanden. So, nächster Ferrari. Wir haben echt ordentlich aufgetischt hier. Noch ein GT3, damit auch genug Fahrzeuge verfügbar sind, falls wir was in die Bande crashen. Also es gibt bei dieser neuen Rennstrecke leider wenig Auslaufzonen. Deswegen muss man auf jeden Fall gut aufpassen. Sehr schön. Ref? Sehr geil, ey. Ja, das ist Motorsport-Feeling, was hier aufkommt. Vom Allerfeinsten. Guckt euch diese Rennstrecke an. Ziemlich geil. So, in dem Wagen hier, in dem Ferrari, sitzt die Cindy. Cindy alle. Die drückt direkt auf den Pin. Bevor ihr jetzt mich im GT3 über die Strecke heizen seht, wollte ich nochmal hier auf diesen Track Connect Adapter eingehen und in Verbindung mit der App, was das Ganze überhaupt bringt und was das macht. Also zielgerichtet ist das erstmal an Leute, die auf dem Track fahren, Track Day machen oder auch Rennstrecke Nürburgring. Und wenn ich jetzt fahre und habe im Standard, wenn ich losfahre, einen Reifendruck von beispielsweise 2,5 Bar und fahre ordentlich ein paar Runden, der Reifen erwärmt sich und dadurch habe ich einen höheren Reifendruck. Das heißt, wir haben nachher zum Beispiel 2,8 oder 3,0 Bar. Dadurch habe ich natürlich verschiedene Nachteile. Im ersten habe ich nicht mehr so viel Grip. Die Reifenabnutzung ist auch höher und eventuell leidet auch meine Rundenzeit darunter. Und da kommt die App bzw. auch der Michelin Track Connect Adapter ins Spiel, denn der zeigt mir direkt live auf der App die Temperatur der Reifen und auch den Reifendruck an und ich kann in die Box fahren und den direkt anpassen, damit ich wiederum einen höheren Grip habe auf der Strecke, dadurch eine bessere Rundenzeit fahren kann und natürlich auch materialschonender unterwegs bin. Und jetzt würde ich sagen, geht's auf die Strecke, los geht's. Also hier muss man progressiv beschleunigen und rechts bleiben, sodass wir hier eine saubere Linie fahren können. Okay. Hier konstantes Tempo, dann wieder beschleunigen. Ja. Wir positionieren uns links, weil es recht geht. Das ist die gefährlichste Kurve hier. Wir müssen hier erst stark bremsen. Dann leicht, aber lang bremsen, bis der Scheitelpunkt hier weiß so geht. Dann können wir wieder beschleunigen, progressiv und dann Vollgas. Hier ist das Blem, aber wir haben diese Pylon als Ziel. Wir fahren geradeaus Vollgas und bremsen hier gerade. Da kommt eine enge rechte Kurve. Ziel hier, Mitte Strecke, progressive Beschleunigung, zweite Scheitelpunkt. Vollgas. Normale linke Kurve. Hier muss man richtig stark bremsen. Und dann nach rechts progressiv beschleunigen. Dann kommt eine 90 Grad linke Kurve. Sehr stark bremsen. Scheitelpunkt links nach rechts beschleunigen. Und blinde linke Kurve. Siehst du hier? Oh ja. Ja. Oh ja. Ich sage immer, blinde linke Kurve. Und das ist die schnelle Sektion. Vollgas. Okay. Wir bleiben Vollgas und wir bleiben links. Hier haben wir einen Bremspunkt zum Helfen. Stark bremsen hier. Dann dreimal rechts. Erst schnell ein, dann relativ schnell ein. Und der dritte ist echt eng. Also dreimal rechts, enger. Okay. Ja. Dann kommt ein Doppellinker hier mit zwei Scheitelpunkten. Also Ziel Scheitelpunkt 1, bremsen, Scheitelpunkt, also Einlenkpunkt 2, Scheitelpunkt 2, wir bleiben links. Wir bremsen, Kopf drehen und Ziel großer Pylon. Das ist die Scheitelpunkt hier. Gerade einlenken und wieder Gas geben. Da kommt eine rechte Kurve. Gas geben. Stark bremsen und lang bremsen. Progressiv
Gas geben, links. Richtig bremsen, bremsen und enge rechts. Progressiv Gas geben, da kommt der Doppellinke. Hier richtig bremsen, ziehen, Pilon und Pilon links. Gas geben, links bleiben. Bremsen, Kopf drehen rechts, ziehen, Pilon. Ja, es ist anspruchsvoll. Gerade lenken, progressiv Gas geben. Richtig bremsen, nach rechts. Wieder Gas geben, Gas geben, Gas geben. Leicht bremsen. Progressiv nach rechts Gas geben. Und links. Und bremsen. Bleib auf die Bremse. Okay. Also, deine Beschleunigungen sind zu brutal. Es muss mehr progressiv sein. Okay. Langsam hier. Auch mit der Lenkung. Alles muss leicht sein. Und das hilft dir. Jetzt wieder Gas geben. Start bremsen. Rechts. Links. Progressiv Gas geben. Progressiv wieder nach rechts. Rechts. Sodass wir eine saubere Linie hier mit einem konstantes Tempo haben können. Und Gas. Links positionieren. Start bremsen. Und leicht und lang bremsen. Bis der Pilon auf der rechten Seite. Und wieder progressiv Gas geben. Okay, jetzt Vollgas. Vollgas, Vollgas und stark bremsen. Das heißt bremsen. Weniger als das heißt Großmutter bremsen. Hier in dem GT3, in dem ich gerade gefahren bin, sind es jetzt den Nico Pliquet. Den werden ja einige von euch kennen. Der fährt jetzt hier den GT3. Ich habe mit ihm getauscht. Der ist relativ groß, der Junge. Und deswegen passt er nicht so gut in den Ferrari rein. Und da habe ich gesagt, ja, ausnahmsweise tauschen wir dann halt nicht dieser Ferrari. Ne, wir haben ja ein paar zur Auswahl. Dementsprechend muss ich hier erstmal ein paar Meter gehen. Fast ganz vorne. Ich habe die Kameras auf jeden Fall, zwei davon schon angebracht. Wie ihr sehen könnt, eine hier mit schöner Motorview auch nach unten, nach hinten ausgerichtet. Das ist das gute Stück, das ich jetzt fahren werde. 488 GTB, so sieht er aus.